ihr könnt es euch merken, überall wo ihr einen Zitronenabrieb, zum Beispiel einen halben Teelöffel Zitronenschale gerieben und Salz in einen Teig, in eine Soße, in eine Creme, eben in Desserts oft, mit Topfen ist ganz gut, aber auch in Aufstriche, also überall wo Salz und Zitrone eine Rolle spielen, oft steht eben auch, bitte Zitronensalzpaste verwenden. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Wir machen heute Zitronensalzpaste. Das ist eine Paste, die jeder zu Hause haben sollte. Unbedingt ein Muss für jeden Thermomix-Besitzer. Wozu ihr die verwenden könnt, das sage ich euch später. Wir brauchen auf jeden Fall mal 700 Gramm Bio-Zitronen. In dem Fall sind es bei mir 850 Gramm. Und da kommt noch ein bisschen was weg. Also 850 Gramm ganze Bio-Zitronen und 100 Gramm Salz. Grob oder fein ist nicht wichtig. Genau, 7 Teile Zitrone, 1 Teil Salz. Genau, wir fangen im Endeffekt da an. Die sind jetzt schon gewaschen, heiß gewaschen und trocken gerubbelt. Und jetzt wird das Ganze, das sind immer die ersten Schritte, vierteln. Das heißt, ihr tut euch einfach jetzt in 4 Teilen und die Kerne entfernen. Das hat den einfachen Grund, dass die Kerne bitter werden und somit wäre die Zitronensalzpaste nicht genießbar, also nicht lecker. Somit vierteln, Kerne raus und dann geht's weiter. So, ich habe jetzt meine Zitronen einfach nur mal, um auf Nummer sicher zu gehen, geachtelt, einfach damit es wirklich auch zwischenräumlich und das sind oft solche Häute dazwischen, dass man alles erwischt. So, wenn ihr Zitronen kauft für die Zitronensalzpaste, ist wichtig, dass ihr eine schöne, frische, feste Zitrone habt. Tut sich der Thermomix mit dem Zerkleinern leichter und je frischer, desto besser. Und die Haut sollte nicht zu dick sein, wir sollen saftige Zitronen haben. Einfach, dass ihr wirklich ein schönes Fruchtfleisch habt. Das heißt nicht ganz dick oder die kleinen oft, wo ganz viel Haut ist und in der Mitte nicht viel ist. Und je älter sie werden, desto trockener werden sie dann meistens. Drum relativ frisch verarbeiten und genau, das waren die wichtigsten Schritte. Bevor sie der ausschaut, geht es jetzt auch schon weiter. Jetzt kommen unsere Zitronenviertel in den Mixtopf oder Achtel in meinem Fall. So, dann eben unsere 100 Gramm Salz. Eben wie gesagt, grob oder fein ist euch überlassen. Ihr habt grobes und genau. Und das Ganze wird jetzt für 5 Sekunden auf Stufe 5 einmal grob zerkleinert bzw. miteinander vermischt. So, und im nächsten Schritt wird es für 20 Sekunden nochmal auf Stufe 7 schön zerkleinert und zu einer Paste verarbeitet. So, jetzt schauen wir es uns an. Ihr könnt da dann einfach mal ein bisschen schauen, jetzt weil ich den Spatel gerade nehme. Ihr müsst wirklich schauen, dass alles sauber, steril ist, auch die Gläser, die Schraubgläser, in die wir es dann füllen und der Topf vorher, also ich tue da meistens ein Wasser drinnen aufkochen einmal auf 110 Grad, damit es einfach einmal auskocht ist und auch die Utensilien könnt ihr zum Beispiel im Varoma-Aufsatz eben oder in einem Dampfbackofen sterilisieren, damit es auf Nummer sicher gehen könnt, dass alles sauber ist und somit halt einfach euer Zeug, egal ob Marmelade oder ob es jetzt die Paste ist, halt einfach länger. Und jetzt können wir es uns anschauen, ob es uns fein genug ist. Und ich persönlich finde jetzt, ich probiere es noch feiner zu bekommen, weil einfach dann nur ein bisschen viel, das hängt immer ein bisschen von den Zitronen ab. Man sieht die Fasern, also die einzelnen Haut, diese kleinen Dings, die nur ein bisschen zu sehr. Das heißt, ich gehe einfach jetzt nur mal zurück. Beziehungsweise wird das Ganze einfach nur mal für 10 Sekunden nur mal auf Stufe 7 optional nur mal ein bisschen mehr zerkleinert. Ja. Genau. Das heißt, das ist einfach nur mal gewesen, um so ein bisschen größere Fruchtfleischstücke und Hautstücke einfach nur mal ein bisschen zu verfeinern. Genau, das Ganze wird eben jetzt in sterile Schraubgläser gefüllt. Und dann sage ich euch, wofür dass man die Zitronensalzpaste verwenden kann. So,
wir haben jetzt 2 volle Gläser. Mehr wird es nicht, aber es ist ausreichend. Glaubt mir, ihr kommt lang damit aus. Ihr könnt natürlich auch kleinere Gläser abfüllen. Das kommt immer darauf an, was ihr da habt. Ich mag es ganz gerne in die großen. Die werden auf jeden Fall im Kühlschrank, bitte unbedingt im Kühlschrank aufbewahren. Sowohl jetzt nach dem Zubereiten als auch nach dem Öffnen. Sie hält sich viel, viel länger. Ansonsten passiert es oft einmal, dass man aufmacht und es riecht so ein bisschen, ja, ranzig oder ich weiß jetzt nicht, wie man das sagen soll. Einfach nicht mehr gut und schmeckt dann auch nicht mehr. Also einfach in den Kühlschrank stellen. Genau, für was verwendet ihr die jetzt am besten? Ich habe ganz viele Rezepte, wo es oft vorkommt. Es ist so, ihr könnt es euch merken, überall wo ihr einen Zitronenabrieb, zum Beispiel einen halben Teelöffel Zitronenschale gerieben und Salz in einen Teig, in eine Soße, in eine Creme, eben in Desserts oft, mit Topfen ist ganz gut, aber auch in Aufstriche, also überall wo Salz und Zitrone eine Rolle spielen, oft steht eben auch, bitte Zitronensalzpaste verwenden. Da könnt ihr es überall reinschmeißen, also alles Salz und Zitronenschale. Ich nehme es zum Beispiel auch voll gerne in Biskuitteig. Also alles, wo ihr diese fruchtige Note haben wollt und in jede Süßspeise kommt ihr so oder so. Für gewöhnlich, wo man Zucker verwendet, kommt immer eine Prise Salz mit rein. Und da ist die Paste ideal. Ihr könnt euch die eben im Kühlschrank aufbewahren und bei Bedarf einfach Löffel rein, nicht übertreiben, also bei Topfendatscherl zum Beispiel, ist jetzt nur ein Beispiel, haben wir ein Video, verlinkt man euch gerne, da ist oft so, da mag ich im Teig ein bisschen, aber in der Fülle habe ich zum Beispiel schon mal zu viel genommen und dann ist es einfach zu zitronig, also dann übertönt das alles. Tastet euch ein bisschen dran, aber probiert es unbedingt aus, gehört in jeden Thermomix-Haushalt, finde ich, und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit weiteren Videos, einen wunderschönen Tag noch und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss!